Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 1 in der Insane Trilogie. Ich hoffe, ihr hattet noch einen schönen Tag oder Abend. Und wir starten direkt rein mit Native Fortress. Wir machen das Spiel heute fertig. Also zumindest den normalen Durchlauf. Die 104%, glaube ich, haben wir dann. Oder 103%. Stormy Ascent kommt, wie gesagt, also das DLC-Level kommt ein extra Part zu. Und ich habe ja gerade schon angefangen gehabt, aufzunehmen und habe dann direkt festgestellt, alles, was wir im letzten Part gemacht haben, also den letzten Edelstein holen, das letzte Relikt holen, also den farbigen, das letzte Relikt holen, die ganzen Edelsteine im Brückenlevel und so weiter, habe ich nicht gespeichert. Das heißt, ich habe das gerade offstream nochmal nachgespielt. Ja, da geht man hier voll motiviert und mit guter Laune rein und kriegt sowas mit. Das war dezent nervig, kann ich euch sagen. Aber es hilft ja nicht, eigene Schuld. Ich wollte auch eigentlich jetzt nochmal speichern, bevor ich dann aufnehme. Ich habe es dann aber auch schon wieder vergessen. Aber mal gucken, was das gleich wird. Aber wie gesagt, jetzt kommt auch überhaupt nichts Böses mehr hier. Das ist jetzt wirklich nur noch abarbeiten. Ganz locker flockig die Level hier machen. Die letzten Edelsteine einsammeln. Und bevor wir dann in das DLC-Level gehen. Hier auch ganz interessant für euch vielleicht zu wissen. Ja, ich habe Bart verloren. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Sehr gut. Profi ist wieder am Werk. Was wollte ich denn gerade sagen? Keine Ahnung. Also es wird auf jeden Fall, das hier wird der finale Part des regulären Let's Plays werden. Das kann ich schon mal sagen. Weil das kriegen wir jetzt easy durch in der Zeit. Zur Not, falls es doch länger dauert, dann machen wir halt ein bisschen länger. Das ist ja nicht schlimm. Dann haben wir Teil 1 schon durch, bis auf das DLC-Level. Aber da hoffe ich einfach mal, dass ich ganz gut durchkomme und das vielleicht auch wirklich nur ein Part lang ist. Aber ich denke, das kriegen wir auch hin. Da hat man ja mittlerweile auch ein bisschen Übung drin in dem Level. Das ist wirklich knackig. Also. Stormy Ascent. Ich würde schon fast sagen, es ist mit eins der, also vielleicht das schwerste Crash Bandicoot Level, ja. Durchaus. Also aus den originalen drei Teilen. Wobei das DLC-Level im dritten Teil finde ich auch relativ anspruchsvoll, muss ich sagen. Da weiß ich gar nicht, wie es heißt. Future Tense, Future Fancy gibt's. Aber ich glaube, das sind die regulären, aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber das ist auf jeden Fall, da habe ich, glaube ich, sogar noch mehr Probleme immer mittlerweile beim Durchspielen. Aber das werden wir dann in Teil 3 sehen. In Teil 2 gibt's leider kein DLC-Level. Ist aber vielleicht auch gut, weil in Teil 2 haben sie mit der Eisphysik da ja immer rumgespielt. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was das für ein Bonus-Level gewesen wäre, für ein DLC-Level. Vielleicht irgendein so sachschweres Eis-Level. Nee, müsste ich auch nicht haben, bin ich ehrlich. Deswegen ist schon gut so. So, den Edelsteinweg haben wir auch schon mal erfolgreich geschafft. Damit ist das Level dann auch gleich schon fast zu Ende. Und dann haben wir wirklich das letzte, ich sag mal, etwas anspruchsvollere Level dann auch hinter uns. Wobei ich das Level jetzt hier auch nicht als schwer bezeichnen würde, muss ich sagen. Wie gesagt, im Relikt kann es Probleme geben. Das gab es jetzt im Let's Play zum Glück nicht. Bin ich auch ganz froh drüber, dass wir uns jetzt hier nicht so ewig mit dran aufgehalten haben. Ich habe aber auch allgemein gedacht, dass das Let's Play viel, viel mehr Parts haben wird. Weil ich habe jetzt gerade Part 5, glaube ich, hochgeladen. Oder Part 6. Hab noch 4 oder 5 in der Pipeline. Es sind auf jeden Fall unter 15. Und ich habe mit mehr gerechnet.
Aber cool. Finde ich gut, dass das schnell geht. So gibt es da für euch auch nicht so die wahnsinnigen Längen. Ist ja vielleicht für euch auch ganz angenehm. Oh Gott, das war aber auch mehr Glück als Verstand gerade. Da habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht, dass hier der Brio-Kopf kommt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt so durchrenne. Ich kann ja eigentlich auch ganz entspannt machen. Oh ja, wenn man halt wirklich Relikte gewöhnt ist und fast ausschließlich Relikte, dann kann man nicht mehr langsam spielen. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, das Leben müssen wir uns da jetzt nicht extra holen. Wir haben die 99. Da kommt es dann auch nicht drauf an. So, und dann ab auf die Edelsteinplattform. Und ja, wegen so einem Schnulli-Kram sind wir jetzt extra nochmal in das Level rein. Ist im insgesamt zweiten Level, aber sogar eigentlich noch frecher. Da sind es exakt drei Kisten. Wegen drei Kisten gehen wir da nochmal rein. Das ist genauso dämlich. Finde ich auch tatsächlich in Teil 2 ein bisschen geiler gelöst, muss ich sagen. Weil da hat man dieses extreme Backtracking nicht so. Da baut sich das immer ein bisschen aufeinander auf. Also da kriegt man relativ früh das, was man fürs Level davor braucht. Was schön ist. Also da hat man eigentlich, wenn man beim Endgegner angekommen ist, kann man danach auch direkt eigentlich die Endsequenz vom 104, 105, keine Ahnung wie viel Prozent gucken. Was hier halt nicht geht. Hier muss man halt wirklich erstmal durch. So, upstream. Upstream. Ja, den brauche ich jetzt in dem Level tatsächlich nicht unbedingt. Aber ich meine, kann auch nicht schaden. Lieber haben als brauchen. Theoretisch sollte jetzt hier auch nicht viel passieren, was Tode und sowas angeht. Aber wobei. Ja, da habe ich es gerade noch gesagt. Sehr gut. Einfach mal die Schnauze halten. Das ist manchmal wirklich. Manchmal sollte man das einfach auch beherzigen. Einfach mal nichts sagen. Jetzt stelle ich mich dann auch wieder massiv dämlich an. Ist, man sieht hier nicht so wirklich, wo man hinspringt.
Ja, hier jetzt auch wegen einer einzigen Kiste braucht man hier den. Muss man hier nochmal an das Level rein. Das ist. Ach, ich weiß nicht. Das hätte man geiler machen können. Ich finde allgemein so die Levelstruktur, so mit den Inseln, das ist schon nett. Das passt schon. Aber ich finde es in Teil 2 und 3 besser mit den Warp Rooms. Weil man da einfach auch mehr Freiheit hat, man kann entscheiden. Man könnte zum Beispiel in Teil 1, Teil 2 und auch Teil 3, kann man halt und bei den ersten 5 Leveln frei wählen, welches man zuerst machen möchte. Das finde ich schön. Ich meine, ich gehe trotzdem immer nach der regulären Reihenfolge. Aber man hat halt die Wahl, das finde ich eigentlich ganz schön. Die hat man hier halt nicht. Hier muss man wirklich Level für Level für Level. Aber auch in Teil 2, man hat so viele. Man hat auch versteckte Level, die man gar nicht so findet, wenn man es nicht weiß. Ah gut, da kommen wir nachher zu, wenn wir in Teil 2 sind. Ich weiß auch noch nicht, ob ich heute Teil 2 anfange. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie gut wir durchkommen bei Stormy Ascent. Weil ich will heute auch noch ein bisschen Wrestling gucken. Die aktuelle Raw-Ausgabe fehlt mir noch, die habe ich noch nicht geguckt. Das würde ich heute gerne noch machen. Ja, und dann ist er eigentlich auch schon wieder fast Schlafenszeit. Ach, Mist. Komme ich da? Vielleicht? Ah, schade. Ich hatte gehofft, dass man vielleicht nochmal mit rankommt. Na gut, war ich zu übermütig. Wie immer, anstatt einfach kurz zu warten, weil man ist ja nicht auf Zeit, rennt man wieder durch. Ah, ist man ja auch wieder selber schuld. Leben hätte ich mir ruhig gönnen können, ne? Mit 99 Leben abschließen? Na egal. Wir werden noch irgendwo eins kriegen. So. Ich meine, jetzt kommt auch ein Bonuslevel, also ich bin guter Hoffnung, dass wir jetzt noch irgendwas kriegen werden. Na guck mal. Da ist er ja. Die 99. Ah, hier das Bonus-Level, also das Edelstein-Level, war sogar relativ nervig, erinnere ich mich. Das war relativ lang. Beziehungsweise nicht lang. Es gibt aber eine dumme Stelle, die nervig ist. Nämlich genau hier. Maus rüber. Und man sieht, yeah, ich komme hier hinten lang. Man kommt am anderen Ende auch wieder hoch, so ist es nicht. Hier ist auch eine Kiste hinter. Und wir würden hier wieder hochkommen, können ganz entspannt weiter. Aber da hinten ist ja noch eine Kiste, die Sprungkiste, mit der wir aufgekommen sind. Und die muss ja auch kaputt gemacht werden. Das heißt, wir müssen hier vorne doch lang. Was sehr nervig ist. Und ich glaube, man kommt auch so... Nee, man kommt so nicht mehr rauf. Es ist... Schade. Geh weg. Aber gut, beschweren wir uns mal nicht.
mehr Zeit im Level bedeutet gleichzeitig mehr Zeit bei diesem grandiosen Spiel. Und das kann ich nur gutheißen. Ich lieb's wirklich. Ich hab auch wieder gemerkt, so beim Let's Play jetzt, ich hab einfach unglaublich viel Spaß. Auch wenn's jetzt vielleicht nicht mehr die ganz große Herausforderung ist, wenn man das halt alles schon 1000 Mal gemacht hat. Es macht halt trotzdem immer noch unglaublich viel Spaß. Jedes Mal. Ich mag einfach die Welt, ich mag die Charaktere, ich mag das Gameplay, ich finde alles daran toll. 99%. Jungle Rollers. So, denn. Das wäre dann auch, glaube ich, schon das letzte Level, ne? 25 von 26, ja. Und dann bin ich doch schon wieder verwirrt, weil man kriegt ja auf jeden Fall auch noch einen bei Stormy Ascent. Steht denn dann 27 von 26? Ich weiß es gerade gar nicht. Das können wir gleich mal nachprüfen. Ich habe ja noch meinen alten Spielstand, müsste ich hier eigentlich auch noch drauf haben. Können wir gleich mal gucken. Wegen drei Kisten jetzt hoch hier. Das war schon das ganze Drama. So mit hoch. Zack. Ich muss auch sagen, ich habe absolut keinen Bock auf die Relikte in Teil 2. Das wird wieder die Hölle. Ich habe Bock auf Teil 2 im Allgemeinen, obwohl da viele Level bei sind, auf die ich absolut kacke finde. Aber irgendwie habe ich trotzdem Bock drauf. Irgendwie ist Teil 2 so für mich Kindheitserinnerung pur. Weil ich den wirklich als Kind am meisten gespielt habe. Doch gut aus. Tschüss. Und damit haben wir zumindest schon mal die 100%. Gibt Stormy Ascent so viel? Das sind ja insgesamt 104%. Beziehungsweise ich glaube sogar eigentlich 105%. So, hier hatten wir den 104% Spielstand. 27. Ja, sehr gut. Ich speichere mal. Jetzt haben wir 102%. Ich weiß gar nicht, ob, weil wir müssen ja auch auf jeden Fall noch einmal in The Great Hall, damit wir das andere Ende sehen. Das wollen wir zum grünen Abschluss hier auch noch haben. Dip, 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 dip. Aber wir wollen ja unsere Freundin Torna retten. Nur deswegen haben wir das ja alles hier gemacht. Damit Crash am Ende die Blondine bekommt. So. Bevor ich durchgehe. Obwohl, ich kann mich auch gleich in den Credits verabschieden. Das 104% Ende oder 102%, 103, irgendwie sowas. Papu verkaufte die Ruine von Cortex Schloss an einen Resortbauunternehmer. Von dem Erlös eröffnete er ein Übergrößengeschäft auf der Insel. Nach intensiver Therapie und 8 Jahren Hochschulbildung schrieb Dr. Rue das positiv aufgenommene Buch Im Auge des Vortex, eine Studie über die rasche Evolution. Was ist aber auch schnell. Koala Kong zog nach Hollywood und unterschrieb einen Vertrag
für einen bombastischen Kinofilm. Er arbeitet zurzeit mit einem Sprachtherapeuten zusammen, um seine Aussprache zu verbessern. Pinstripe zog nach Chicago und ist dort Inhaber und Betreiber eines stadtweiten Sanitärunternehmens. Er spart zurzeit für seine Kampagne als Nach dem Verschwinden seines Mentors kehrte Dr. Nitros Brio zu seiner ersten Liebe zurück. Er mixt jetzt an der Bar. Seit Crash eine Playmitte durchkreuzt hat, hat die Welt nichts mehr von Cortex gehört. Aber bösartige Genies sind hartnäckiger als Küchenschaben. Das mit Brio ist auch ein bisschen Quatsch, weil der kommt in Teil 2 zurück. Es wird aber auch nicht wirklich erklärt, warum. Was das alles soll. So, speichern nochmal. Haben wir vielleicht 103%. Oder bleibt es bei 102? Bleibt bei 102. Ja, dann beende ich den Part und das Let's Play damit. Wie gesagt, wir machen nochmal einen Bonus-Part mit Stormy Ascent. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao!